Hallo, Marius mit Wendling-Sisu-Training.de, Triathlon-Projekt 365-28, heute mit der Checkliste zum Thema Laufen. Was gehört in den Laufbeutel im Triathlon? Natürlich die Schuhe, ganz klar, ohne die kann man nicht gut laufen. Mit dem entsprechenden Schnürsystem, je nach Streckenlänge kann man natürlich das ein bisschen variieren. Je kürzer die Streckenlänge, desto wichtiger der Schnellverschluss, dass man entsprechend die Schuhe schnell anziehen kann. Ich präferiere auf der Langdistanz ganz normale Schnürsenkel. Mit den Gummischnürsenkeln, die es da gibt, habe ich immer das Gefühl, dass mein Fuß im Schuh hin und her rutscht und ich da irgendwie dann doch eher zu Blasen neige. Und die paar Sekunden, die ich dann auf der Langdistanz verliere, das ist das Ganze nicht wert. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Dann Punkt 2, eine Mütze oder ein Visor oder Visor, wie man es nennen möchte. Einfach halt ein Schild, das ich im Fall eines Regeneinfalls dann entsprechend geschützt bin, beziehungsweise auch von der Sonne geschützt bin. Socken, da empfehle ich, die Socken am Tag vorher mal ein bisschen getragen zu haben, ein, zwei Stunden, dass so ein bisschen die Waschmittelrückstände draußen sind und die, ja, der Socken einfach nicht mehr ganz flammneu ist. Dann eure Verpflegung, die ihr beim Laufen braucht, Gels, Riegel, Gummibärchen, Beefy, was auch immer da so benutzt wird. Sonnencreme bei einigen Rennen, bei den größeren Rennen wird man von Helfern eingeschmiert. Wenn das nicht der Fall ist, kann man auch vorher in den Startunterlagen entsprechend abklopfen. Wenn das nicht der Fall ist und es soll sehr heiß sein, dann empfehle ich auf jeden Fall immer noch ein bisschen Sonnencreme in der Wechselzone aufzutragen und bei schlechtem Wetter mit Wechselkleidung loszulaufen. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht mehr so richtig macht. Früher in den 90ern sind viele Triathleten in die Wechselzone eingefahren und haben sich komplett umgezogen, haben dann eine klassische Laufhose, also eine weite, schlabbernde Laufhose und ein Laufhemdchen angehabt. Heute wird das von vorne bis Ende mit dem Einteiler oder mit dem Zweiteiler durchgeführt. Oftmals, wenn es viel geregnet hat beim Radfahren, man kommt in die Wechselzone, dann ist es doch mal ein sehr aufhellendes Erlebnis, wenn man dann trockene Kleider anzieht. Und denkt man drüber nach, eine Laufhose und so ein Singlet, also ein Laufhemdchen, ist manchmal doch ein bisschen bequemer als der Einteiler. Wichtig, wenn wir schon beim Thema schlechten Wetter sind und die Wechselzone ist so gestaltet, dass die Beutel im Freien liegen, dann packt ihr die Sachen auf jeden Fall nochmal in eine Plastiktüte ein, damit sie nicht komplett durchgeregnet sind, weil es gibt wohl nichts Schlimmeres, als wenn man vom Rad runterkommt und schon mit nassen Schuhen und nassen Socken loslaufen muss. Also, macht euch Gedanken drüber, ist nicht mehr lang bis zu den großen Rennen, drückt euch die Daumen. Ciao!